ja alles abroppen, ne? Wenn ich jetzt was treffe, müssen wir alles abroppen. Von der oben wird ja definitiv keine Leitung sein. Aus welchem Grund soll da eine sein? Hier wüsste ich auch nicht, warum. Hier wüsste ich auch nicht, warum. Ah, so, heute bauen wir eine Duschkabine ein, weil wir sind hier jetzt öfter mal am Saunieren. In den beiden Saunen, da stehen sie, die schönen Dinger. Ne? Jo. Jetzt das Licht kann man nicht anmachen, hier ist noch schöne Hintergrundbeleuchtung. Hier drin ist eine Hitze, Alter. 60 Grad. Die ist auch jetzt fix und fertig, die kann man mieten. Ich weiß, wir weisen dazu oft drauf hin, aber ist so. auch einfach per vermieters@gmail.com einfach anschreiben. Oder über die dann Website. Kläre ich das hin. Oder über die Website, egal wie, einfach anschreiben. Und wie der Mike gesagt hat, wir haben die ja auch gekauft, weil wir saunieren wollen. Und wir haben da eine Dusche. Und die Duschwanne hat anderthalb Jahre nicht eingebaut. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir in Wohnungen 20 Stück eingebaut, gefühlt. Aber unsere eigene halt nicht. Ne? Das ist typisch so. Ne? Das ist wie ein Karosseriebauer, sein Auto ist komplett verbeult, Alter. So ist es auch bei uns. Und hier muss die hin. Die Duschkabine und hier der Halter. Ich meine, den Halter haben wir noch nicht mal dran gekriegt. Aber ist ja egal, das machen wir jetzt und dann können wir demnächst auch richtig gut saunieren. Werkzeug liegt schon alles parat. Wir brauchen ja einen Bohrhammer, die Silikonpresse und ja, keine Ahnung, so ein bisschen kleines Werkzeug, Schraubenzieher und so ein Messer und sowas. Ich glaube, das ist auch so eine Standard. Dinge, die wir auch immer in den Wohnungen einbauen. Also wir bauen jetzt bei uns nicht was super krass Tolles ein, sondern wir bauen in Wohnungen immer so mittelmäßig gut ein, nicht das Teuerste, nicht das Billigste. Und das ist auch so eine. Tada! Brauchen wir nicht. Ist scheiße. Nehmen wir unsere eigenen, die sind sowieso besser. Jetzt ist alles ausgepackt. Wir räumen jetzt den Müll hier weg und lesen uns erstmal die Bedienungsanleitung durch, weil so aus dem Kopf die aufzubauen, könnte ich mir etwas schwierig vorstellen. Meinst du? Oder? Jo, aber das ist genau die, die wir schon ein paar Mal aufgebaut haben. Also ja, ne? Ich habe die trotzdem nicht im Kopf, weißt du warum? Warum? Meistens der Thomas und du aufgebaut. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe einmal eine mit aufgebaut. Was ist denn mit meinen Schuhen los hier? Was ist das denn? Hammerhart. Das ist krass. Die sind auf jeden Fall nicht mehr dicht. Vermieterschuhe sind das, Eduard. Vermieterschuhe. Meinst du, bevor ich das draufstecke, gucke ich das mal an, Annika? Wir richten das jetzt einmal aus, dann zeichnen wir die Löcher an und dann bohren wir das mit so Vidya-Bohrern, weil wenn man das mit ganz normalen Bohrern bohrt und das auch noch mit Schlag, dann können die Fliesen kaputt gehen. Ich zeige euch die mal. Eduard, was haben wir da für Dübel? 6. 6. 6. Zack. Das sind sie hier. Da ist die Lötchen und da sind diese Widerplättchen eingelötet. Das ist richtig hart. Ich verlinke eine Pika-Marke mal in der Videobeschreibung. Der ist echt super. Ne? Der kann diese Mine relativ weit rausdrücken. Das ist das Beste, was es gibt, ne? Wenn man das behaupten. Jo. Kannst du da schon bohren? Da kannst du jetzt den Bohrer fertig machen. Aber da den kannst du sowieso nicht mit dem Bohrer machen, den wir haben. Ne? Oder gehst du nur durch die Fliesen mit dem Bohrer? Ja, durch die Fliesen. Also. Einfach auf den Boden ein bisschen. So. Ja. Ist ja Dings, Alter. Was denn? Ein bisschen Paranoia hier, ey. Keine Ahnung, da ist ja dann irgendwie Leitungen oder was, ne? Bis hierhin und danach muss ich mehr drücken, Alter. Da weiß ich nicht, was da ist. Kann sein, dass da genau Trockenbauwand ist. Hier. Das Gestell, das ist ja auch noch so dick, ne? Also soll ich drücken einfach. Müssen ja alles abrocken, ne? Wenn ich jetzt was treffe, müssen wir alles abrocken. Da ist scheißegal, da können wir bohren. Ich bohre da erstmal, dann fasse ich ein bisschen Mut und dann bohre ich da hin. Ich hab so lange Kind, die will den Scheiß drauf. Immer wieder. Das war ich auch schon fast. Ja, ja, das war ich. So, jetzt habe ich die andere Seite gebohrt. Soll ich mich einfach trauen hier ein bisschen weiter rein? Ja, trau dich mal. Aber bei allen musst du so drücken. Ja. Bei jedem Loch. Ja, das wird da dieses Eisen sein. Ne? Ach Gott. Du kannst ein bisschen dran und dann guck, ob es zu schwer wird. Nee, Mann, ich kann bohren oder nicht bohren, Alter. Guck, ob es zu schwer wird. Nee, boah.
Boah, Mann, guck mal, da oben wird ja definitiv keine Leitung sein. Aus welchem Grund soll da eine hier sein? Wüsste ohne ich auch nicht, warum hier wüsste ich auch nicht, warum. Ja, ist wahrscheinlich wirklich Metall. Noch geht auf jeden Fall kein Wasser raus aus den Löchern. Fertig, das hat schon mal gut geklappt. Das geht aber. Jetzt machen wir die fest, machen Dübel in die Löcher. Nee, jetzt müssen wir auch Silikon überall schmieren. Kann man nicht direkt vorbereiten. Ja. Wir wollen das ja alles auf Silikon setzen, ne? Deswegen. Oder sollen wir nur absilikonieren? Ich würde nur von innen die unten auch nicht auf Silikon setzen. Unten wird das für mich schon Sinn machen. Das habe ich mit Thomas immer so gemacht. Unten haben wir die auf Silikon. Da nicht, stimmt. Da haben wir absilikoniert. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, machen wir das so. Mit dem Bleistift kurz gezeichnet, eine Line gezogen. Okay, dann machen wir das so. Wir schneiden die Dübel jetzt ab, aber der Eduard hat gerade gesehen, dass in diesen Profilen auch hinten... Auch. Siehst du, das sind so 4 mm, würde ich schätzen. Genau. Platz für die Dübel. Oh. Ah, yeah. Aber ich schneide nicht alle ab. Na gut, jetzt kann ich auch alle abschneiden. Ja, ja. Perfekt. Dann ist das windig. So, herzlichen Glückwunsch. Ja, und der Mike hat den gequatscht. Ich und Thomas haben immer den hier unten eine Leine und haben den unten auf Silikon gesetzt. Wie würdet ihr das machen? Aber ich finde, das unten macht das halt richtig Sinn. Können wir nicht hier, ja, hier ist scheiße abzusilikonieren. Deswegen können wir die unten da, da ist schön abzusilikonieren. Ja, ja, da hoch ist schön, das stimmt. Hier unten diese Leiste. Deswegen machen wir jetzt so beschissen und gehen hier bis zum ersten Loch. Ja. Das ist perfekt. Ja, ja, so machen wir es. Und dann setzen wir die drauf, aber dann machen wir auch von innen kein Silikon mehr, ne? Muss nicht, ne? Nee, weil das ist ein richtiges, das ist ja nur hier. Das sieht wir man, müssen das auch hier, müssen hier unten fühlen. 4 mm, 3 mm oder was? Das ist scheiße. Nee, wenn überhaupt von außen, damit es schön aussieht, je nachdem, was da rausquillt. Aber von außen kann man machen. Aber muss auch nicht. Nee, ich würde echt eine gute Line dahin ziehen, die da reinsetzen und fertig. Ja. So. Hält das, wenn ich das hier hochhebe? Perfekt. Achso, das ist verschraubt. Okay. Ja. Wie viel vom Rand? Aber so viel Schrauben fassen. Also. Oh fuck, scheiße. Ich würde kann man das gleich schön außen aufziehen. Das ist dann dein Job. Ich mache jetzt mal fest. Ja, ist doch perfekt. Boah, innen muss man auch abziehen. Echt? Ja. Ja, aber das ist ja perfekt. Das ist definitiv voll. Ja, ja, das ist auf jeden Fall voll. Ich hole jetzt die Abzieher, diese Silikonabzieher. Hier habe ich den eingesetzt. Also, perfekt. Dann ziehen wir das Silikon jetzt ab, das ist wirklich super da rausgequillt. Sieht man das? Außen rausgekommen, überall so ein kleines bisschen. Aber Hauptsache überall. Innen rausgekommen, weil das sieht man gar nicht so gut. Das ist überall rausgekommen. Perfekt. Fast fertig schon. Ja, ohne Scheiß. So, Scheiben rein. Echt auch ein cooles System, muss man echt sagen. Ne? Die hängt man hier so ein. Und zack. Und unten runterdrücken, ne? Ja, das stimmt hier nicht. Was denn? Was? Was denn? Was denn? Oh. Ja, das ist scheiße. Die muss man umdrehen. Ja, Mann. Das geht nicht auf. Schön bist. Naja, dann sind wir die um, ne? Hätten wir den Sticker auch mal unten hinkleben können, ne? Ja, muss man umbauen, ne? Ja. Verdammte Hake, Alter. Hoppala, Vorsicht. Können wir den nicht irgendwie hinlegen hier, irgendwie hier drauf, dass wir da gerade schrauben können? Hier ja, drauf. Lass mal. Das machen wir so. Das sollte jetzt wirklich passen. Ich meine, ich hatte nicht so vorsichtiger hier, nicht überall drankommen. Oh. Dann sieht das auf jeden Fall besser aus. Ja, Mann. Nur hier oben rein. Und dann hier, wenn wir den auch drücken, genau, dann kann man da so reingehen, das ist so. So.
Na gut, jetzt passt der halt ohne mehr, ne? Aber da kann ich jetzt auch leihen. Ach so. Nee, dann muss man den gerade ändern, Alter. Ja, kann man aber auch nachher machen, stört der jetzt. Ja. Jetzt ist das ganze noch ganz schön Schiff. Jo. Siehst du das? Übelst, Junge, warum das dann? Hä? Warum das dann? Guck mal. Ja, den kann man hier einstellen. Also, okay. Ganz schön schief. Eduard! Ah. Banane? Du siehst doch ein bisschen aus wie Donkey Kong. Nochmal, was willst du? Willst du eine Banane haben? Wieso fragst du mich das immer? Ich mag doch gar keine Bananen. Thomas! Mike! Ja. Ich habe einmal ja gesagt. Aber pass auf! Sieht aus wie ein Schimpanse. Ey! Jetzt ernsthaft. Nee, die Donkey Kong ein bisschen. Du isst den Menschenaffen dann Essen weg, Alter. Ja, wo stellst du das ein jetzt? An den Schrauben da oben. Also da stellst du quasi so ein, ne? Die Flucht. Nee. Und vom Kopf diese Flucht hier. Welche? Ja, ist ja so, oder nicht? Von hier unten die Schrauben stellst du diese Flucht ein. Diese hier. Ja. Ja. Und vor Kopf die Schrauben stellst du... Vor Kopf keine Schrauben. Ne? Naja, dann. Nee, man kann die nur so einstellen. Die läuft in. Was will der? Sind doch nicht alle Menschen dafür da, um für den zu arbeiten. Was ist los? Das ist schwer, ja? Was denn? Das ist schwer, ja? Ich hab die ganz alleine einmal da hinten. Na, hast du die alleine gepackt? Ja. Ganz alleine gepackt und gezogen. Ja, ja, gerollt hast du die. Nee, die alle da hinten. Und weißt du, was ich noch gemacht habe? Hinten alle aufgestellt, hoch kann. Ja, ja. Ich hab doch gesagt, du bist Donkey Kong, Mann. Ja. Der eine ist Donkey Kong, der andere sieht aus wie Donkey Kong. Mike, was machst du da? Wir haben die Löcher jetzt hier von der Duschbrause mit Silikon versiegelt, aber nur das untere, das obere ist so hoch. Ja. Das hier eine andere Frage. Ja. Was zahlt der Dachpro dir dafür, dass du Werbung für den machst? Gar nichts. Klamotten gibt er mir. Ihr, was zahlt Murabau dafür oder RC-Rent, dass wir seine Klamotten tragen? Wir wollen nicht weiter in weitere Details reingehen. Achso, okay, alles klar. Da ist halt so. Dann gehen wir wieder zurück zu Mike. So, jetzt haben wir in den Fugen. Haben wir in den Fugen gebohrt. Den unteren. Machen wir jetzt mal dran hier. Das gefällt mir nur. So, jetzt brauche ich ein. Ey, kann ich hier irgendwie zurückzoomen? Das ist voll weit weg. Warte mal, wie geht das hier, ne? Warte. Jungs, ich bin am Üben. Oh, verdammt. Nee, das geht nicht mehr. Das ist so wie das. Ich brauche schon Umzieher! So. Ja. Ach, nee, hab ich nicht. Den hab ich wieder weggetan. So. So. Der ist er. Der Dach. Der Dach Ultra. Mach mal fest hier. Weil ich so viel mit Dach Ultras zu tun habe. Mike ist eher so ein Bananen Ultra. Ja. So. Schon wieder orgeln, ne? Aber wenn du das Ding durchsteckst, kannst du nicht mehr festziehen. Ja, ne? Deswegen, da musst du jetzt einigermaßen. So. Das ist ein Ballern. Den anderen? Eduard, so oder so? So, ne? Ne, müsste aber so. Scheißegal. Ja. Ey, Mois, brauchst du die Sachen hier noch? Mois. So, guck mal. So. Ah, jetzt ich verstehe. Einmal runter erstmal. Jetzt doch hin. Mal wieder Muskel bei dem Arbeiten. Ja. Krasse Sache, echt. Ich bin auch jetzt gut definiert gerade. Ne? Ja, ich habe wirklich so, wie ich gesagt habe, ich habe heute Morgen 81,5, Eduard. 81,5? Ja. Weil ich will Marathon laufen jetzt am Wochenende. Oh, fuck. Dafür habe ich keinen Dampf mehr, Junge. Vorher musst du aber gut Kohlenhydrate haben, ne? Scheiße. In dem Apelsin ist übelst viel Kohlenhydrate. Ja? Der Gin Energy. Was ist denn? Hast du keinen Power mehr? Nee, keinen Dampf hier. So, und jetzt schiebe mal den da hoch, ey. Zack. Und hier unten ist ein Loch. Da. Und da kommt jetzt eine Zentrierung rein. Ein Zentrierbolzen. Wo ist er? Den holen wir jetzt. Das ist der Zentrierbolzen hier. Da. Damit zentrieren wir das. Damit das nicht runterrutscht, die Stange hier. So. Ja.
drin. Fertig. Und jetzt die Zentrier. Einmal frei. So und so. Und dann. Dann war es das ab. So. Ich saug dir das einmal durch, den ganzen Spaß. Ja. Und dann kannst du hier Silikon machen. Ja. Perfekt. Und? Jo. Was sagst du? Ja. Aber. Ist dir noch schön die Räder am Öl? Hä? Ja. Geht aber kein Öl. So ein Scheiß. Was ist das? Ja, da ist genauso viel drin, um ein bisschen die Räder zu ölen. Raff ich nicht. Mal durchstechen erstmal oder was? Wahrscheinlich nicht. Sonst würden wir gar nicht zusammendrücken können. Ja doch, Luft lässt sich ja komprimieren. Das drückt sich komplett wieder auseinander. Das irgendwie muss man nicht mal abschneiden. Nee, das sieht so aus, als ob es offen ist. Ja, das Ölen ist auf jeden Fall das Letzte, was wir jetzt hier machen. Die Silikonhälfte sind gemacht. Hier haben wir so, von innen, ja? Das muss man abschneiden. Oh, Mensch, wow, wow, wow. Okay. Deine inneren Ruhe, oh, ey. Ah, jetzt hoffentlich viel besser wie vorher. Viel besser. Ja, da kannst nichts machen, das läuft perfekt. Ja, das läuft perfekt. So, perfekt. Das war's. Ende Gelände. Ja, jetzt lassen wir alles schön trocknen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Jetzt aber weißt du, was hier noch passiert ist in der Zwischenzeit, wo wir das hier eingebaut haben? Guck dir das mal an, Junge. Jo. Wie viel Platz hier wieder ist. Hier kannst du tanzen. Ja, ja. Prost. Und jetzt echt wieder perfekt hier. Yo. Prost, ich trinke mein Vita mal. Ich laufe am Wochenende einen Marathon. Deswegen trinke ich keinen Alkohol diese Woche. Oder jetzt schon eine ganze Weile. Ne? Und die Halle ist echt schön. Ja. Perfekt. So, das war's aber jetzt mit dem Video. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig! 100%. Habt ihr gesehen, wie man eine Duschkabine einbaut? Ich weiß jetzt nicht, wann das Video jetzt rauskommt. Wir werden ja sowieso den Markt schlagen. Wir haben vor, das auf jeden Fall am allergünstigsten zu vermieten von allen hier im Umkreis. Der DPD-Fahrer! Morgen! Moin! Was ist los heute hier? Das, was immer ist! Was ist denn das? Das ist... Tadada! Oh. Hey, guck mal hier, hey. Ganz viele Flaschenöffner noch mit sich schenken. Hammerhart. Ein Multitool. Für unseren Kfz-Mechaniker des Vertrauens. Ja. Ja. Der hat sich nämlich ganz schön abgewichst letztes Mal mit unserer Karre, Alter. Aber richtig abgewichst. Haben wir gedacht. Und das, der hat auch nächste Woche auch Geburtstag. Ja, perfekt. Deshalb passt das. Wie Arsch auf Eimer. Jo. Nur den Akku, den haben wir uns Andy gespart. Entschuldigung. Ja? Den Akku und Ladegerät haben wir uns gespart. Aber ich habe in deinem Auto gesehen, du hast Dewalt-Geräte, da wirst du das schon haben. Ja. Perfekt. Andi, alles Gute zum Geburtstag, vorträglich, aber wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich soweit. Das war's jetzt aber. Ciao.